Am Ende war es eigentlich wie immer in den vergangenen Jahren, die Leverkusener zum Bundesliga-Finale, die enttäuschten. Dabei hatte Michael Ballack mit seinem 1:0 gegen Berlin zwischenzeitlich so viel Hoffnung auf den Titelgewinn gemacht. Leverkusen schaffte es, die Anstrengungen vom Champions-League-Halbfinale gegen Manchester wegzustecken und sich noch einmal voll auf die Bundesliga zu konzentrieren. Auch die zweite Hälfte begann verheißungsvoll. Erneut war es Michael Ballack, der für die Gastgeber traf. Der nach München wechselnde Nationalspieler, der Mann des Tages. Doch die Transistorradios im Stadion rund brachten keine erfreuliche Kunde aus Dortmund und so interessierte der Anschlusstreffer für die Berliner durch Beinlich nur noch am Rande. Trotz des Sieges Leverkusen zum vierten Mal seit 1997 nur Vizemeister.